Servus meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich Volume 1 von der Box Nummer 3 von Captain Tsubasa. Ja, das war ein Rübser. Auf jeden Fall habe ich jetzt alle von Captain Tsubasa. Falls ihr euch wundert, habt ich ja in dem letzten Video erzählt, ich habe schon die letzte Box ausgepackt, also Volume 2, Box 2. Weil die halt früher ankam, ne? Also falls ihr das sehen wollt, guckt gerne mal auf meinem Kanal vorbei. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Ist ein bisschen komisch eingeschweißt. Sieht wieder so aus, als hätte man es ausgepackt und wieder neu eingeschweißt. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Hintergrund brauchen wir gar nicht eigentlich großartig zu klären. Das ist immer dasselbe. Da steht immer derselbe Radarstoff. Da hat man sich nichts Neues einfallen lassen. Mit ihrer RTL 2 Tele 5 Masche. Das, was ich aber sagen muss, ist tatsächlich das Opening. Ich hatte schon irgendwie die Befürchtung, dass es anders wird. Also, dass es dann doch wieder irgendwie auf Japanisch ist. Ist aber tatsächlich nicht so. Bei Box 3 und 4 habt ihr immer noch dasselbe Opening. Ich meine, ich habe es mir angehört, aber ich meine, es ist ein bisschen anders. Ist ein klitzekleines bisschen anders gemacht worden. Ist aber im Grundendeffekt dasselbe Opening wie beim ersten. Also das Englische halt. Nur halt mit dem. Ja, zweiten Opening-Video. Ne? Ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich meine. Also immer noch ziemlich geil. So, natürlich auch wieder hier mit Wendecover, auch wenn wir diesen Digi-Back-Schuber haben. Bis Folge 40, von 29 bis 40 haben wir hier. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und dann gucken wir uns hier wieder die paar Sticker an, die wir hier drin haben, wie immer. Ne? Ist ganz niedlich gemacht halt, ne? Habe ich ja schon meine Meinung zu geäußert. Ne, im ersten Volume habt ihr halt so ein Stickeralbum dabei. Und hier sind dann einmal einfach so die Folgen aufgeklärt und was genau da drin passiert. Nochmal hier ein, zwei schöne Bilder und wieder der Fußball. Ich meine, der ist auch tatsächlich wieder anders. Der war in der letzten, also in dem, also in der, ja, doch, letzten Box, war der so am Rollen oder wie man es auch mal sagen soll, und hier ist er normal, also tatsächlich auch andere Bilder. Ja, das war's schon. Jetzt nochmal die Blu-ray zu sehen mit den zwei Jungs hier. Das war Captain Tsubasa, kann ich euch sehr empfehlen. Nicht nur für Fußballfans, sondern auch die Leute, die jetzt nicht unbedingt Fußballfans sind. Der Anime ist wirklich nice, also lasst euch davon nicht irgendwie enttäuschen, unterkriegen, wie man es nennen soll, nur weil das jetzt mit Fußball zu tun hat. Der ist schon ziemlich nice. Ja, meine Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.